Hallo ihr Lieben, was geht ab? Seid herzlich willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie man die besten Treppen bauen kann, wenn man jemanden pusht. Es gibt 8 verschiedene Arten Treppen zu bauen, von einfach bis schwer. Wir gehen das chronologisch durch. Schreibt in die Kommentare, wie gut könnt ihr Treppen bauen. Schafft ihr schon die schwierigste Stufe? Das finden wir jetzt heraus. Wir gehen hier auf den Platz. Ich selbst schaffe die schwierigste Stufe nicht. Das hier ist Pepper oder auch bekannt unter das Pfefferkorn. Ein sehr, sehr, sehr guter Spieler, bald auch hoffentlich Pro-Player. Gucken wir mal weiter. Wir hören ein bisschen seine Tastatur, aber das ist nicht schlimm, denn wir werden dann auch hören, wie viel man klicken muss eigentlich, wenn man Treppen baut. Wobei du, glaube ich, auch viele Sachen auf den Maustasten hast. Ist das richtig? Ja, genau. Ich habe alles, was man baut, auf der Maus. Alles auf der Maus. Deswegen hören wir auch so viel Tastatur. Okay, wir fangen einfach mal an. Stufe Nummer 1, das ist die ganz gewöhnliche Treppe. Ihr geht hoch, das sollte jeder können. Jeder Anfänger fängt an, solche Treppen zu bauen. Stufe Nummer 2 ist dann, wenn wir das Ganze schützen wollen, indem wir Wände davor bauen. Wir gehen nach oben und bauen Treppen. Das sieht dann von unten wie folgt aus. Ihr könnt das nicht einfach abschießen, beziehungsweise von der Schräglage schon. Aber wenn ihr von vorne guckt, dann muss man immer 2 Sachen abschießen, damit diese Treppe kaputt geht. Stufe Nummer 3, und da wird schon tricky, weil die meisten benutzen Stufe Nummer 2. Stufe Nummer 3 bedeutet Boden, Wand, Treppe. Okay, da habe ich schon mal verkackt. Aber wir gehen weiter. Für die Schwierigen habe ich mir dann Pfefferkorn genommen. Und dann kann man sich auch mal teilweise selber zubauen. Und dann funktioniert das nicht. Der Vorteil an dieser Treppe ist jetzt, dass der Gegner auch nicht von der Seite wirklich gut eine Wand abschießen kann. Von der Seite würde es jetzt, würde es nicht gehen, weil hier hält immer noch dieses Rechteck. Das heißt, das gibt euch nochmal mehr Schutz. Das Ganze kann man wunderbar in der Spielwiese üben. Ah, kriege ich es jetzt hin? Okay, jetzt hat es gerade so wunderbar funktioniert. Dann, liebe Freunde, gibt es Stufe Nummer 4. Und Stufe Nummer 4, das ist schon eine, die benutze ich selber gar nicht. Wir nehmen jetzt einfach mal das Stein dafür und gehen in diese Richtung. So, Stufe Nummer 4 ist folgendermaßen. Ihr baut, warte, da muss ich mir nochmal sagen, wie war das? War das Treppe? Also zuerst eine Treppe, dann eine Wand. Noch eine Treppe vorne. Okay, also Treppe, Wand, Treppe, Treppe. Boden. Dann Treppe, Wand. Treppe, Wand, ja. Treppe, Boden. Treppe, Wand, Treppe, Boden. Okay, es funktioniert einigermaßen. Treppe, Wand. Und jetzt habe ich die hier oben gebaut. Das ist schon mal das Problem, weil man muss wirklich auch richtig gucken, um die Treppe vorne zu bauen. Wir machen nochmal Treppe, Wand, Treppe. Ja, das war schon wieder falsch. Ihr müsst euch das so ein bisschen Treppe, Wand. Damit ihr die nicht hier oben die Treppe baut, sondern vor euch, müsst ihr ein bisschen nach vorne gehen und runter gucken. Da wollen wir die Treppe bauen. Das heißt, wir bauen Treppe, Wand, Treppe, Boden. Treppe, Wand, Treppe, Boden. Treppe, Wand, Treppe, Boden. Und so geht das weiter. Der Vorteil jetzt hiervon ist nicht, dass ihr so wie da vorne ein Dreieck habt, sondern hier habt ihr sogar ein Viereck. Also was heißt ein Viereck? Der Gegner muss erstmal eine Treppe runterschießen und ist dann quasi mit der Vorstufe, die wir hier hinten gezeigt haben, konfrontiert. Versteht ihr das? Das ist auf jeden Fall schon tricky. Also ich weiß nicht, im Sprinten habe ich das jetzt auch nicht drauf. Wir gucken nochmal. Treppe, Wand, Treppe, Boden. Das heißt, das muss man alles ein bisschen üben. Und jetzt kommen wir zur Schwierigkeitsstufe Nummer 5. Wobei ich die ja schon fast ein bisschen heftiger finde. Denn das Ganze funktioniert auch mit Doppeltreppen. Stufe Nummer 5 wäre dann einfach Doppeltreppe, Doppeltreppe, Doppeltreppe. Bringt euch natürlich eine größere Rampe. Bedeutet, wenn der Gegner das hier zum Beispiel runterschießt, könnt ihr immer noch nach links ausweichen und weiter nach vorne laufen. Okay, sagen wir, wir müssen es nochmal neu ranken. Das hier ist Stufe 1, das ist Stufe 2. Das hier wäre demnach, wenn wir immer die Doppeltreppe auf Stufe 2 packen, wäre das hier schon Stufe 7. Das hier wäre also schon Stufe 7. Jetzt kommen wir, glaube ich, Stufe 5 oder Stufe 6, indem wir Doppeltreppen benutzen und davor jeweils Wände stellen. Ja, da haben wir wieder den Vorteil, dass der Gegner das Ganze nicht direkt abschießen kann. Das funktioniert, das kriege ich glücklicherweise noch hin. Das ist genau das, was wir da vorne gemacht haben. Nur hier hat der Gegner es ehrlich gesagt schon relativ schwer. Das ist, glaube ich, die am häufigst verwendete Strategie. Doppeltreppe, okay, ich habe eine Wand vergessen oder hast du die kaputt gemacht? Nee. Hättest jetzt ja sagen sollen, Mensch. Okay, also das ist die am häufigst genutzte Strategie. Doppeltreppen, Doppelwände. Dann kommen wir zur
vorletzten Schwierigkeit, die kriege ich glaube ich schon nicht hin. Das heißt, ich wäre jetzt auf Ebene 6 dementsprechend. Das wäre Boden, Wand, Treppe, Boden, Wand, Treppe, Boden, Wand, Treppe. Das Ganze kriege ich allerhöchstens hin mit viel Konzentration, ohne zu sprinten. Brauchen wir ein bisschen Freiraum. Wir gehen nochmal hier. Sag mir, wenn du Metz brauchst, ne? Okay. Das heißt, wir haben hier Doppeltreppen, Doppelwand und dann noch da einen Boden. Treppe, Boden, Wand, Treppe, Boden. Jetzt habe ich mich schon zugebaut. Das ist hier für mich schon ein bisschen, um es flüssig hinzukriegen, zu viel. Ich versuche es noch ein letztes Mal. Treppe, Boden, Wand. Treppe, Boden, Wand. Und da hört es auch schon auf. Und dafür haben wir den Pfefferkorn. Jetzt bist du an der Reihe. Zeig uns mal. Ich mal eine freie Stelle, ne? Okay, also nur Treppe, Boden, Wand. Wir stellen jetzt einmal da drunter. Dann können wir genau sehen, wie das von unten aussieht. Kann ja vom Berg oben pushen und du schaust dann einfach. Die guten Spieler, man sieht es auch im Summer Skirmish, genau. Die benutzen doppelt. Genau das, was ich gerade versucht habe. Die machen das im Sprinten, Doppeltreppe, Boden, Wand, beim Pushen. Und da rasten die Kommentatoren schon völlig aus. Aber es geht noch härter. Jetzt also darfst du... erstmal nur ohne der doppelten Treppe. Ohne doppelte Treppe, das machen wir gleich. Sieht das nicht wunderschön aus? Er baut es so schnell, das ist unfassbar. Hör doch, hör doch, hör! Das ist so geil, Leute. Und das müsst ihr jetzt erstmal runterschießen. Ihr braucht so viel Schuss, um die linke Seite zu plätten. Dann gibt es aber immer noch eine rechte Seite. Das ist auf jeden Fall mega sicher. Hast du sehr, sehr, sehr schön gemacht. Bin sehr stolz auf dich. Dann kommen wir zum krönenden Abschluss. Und zwar, ein bisschen Metall habe ich noch. Das wäre dann Doppeltreppe, Doppelboden, Doppelwand. Vorne noch eine Doppeltreppe. Doppelboden, Doppeltreppe, Doppelwand, vorne das Ganze und ihr wisst schon, worauf das hinausläuft, dann seid ihr todessicher. Das schaffen nur die wenigsten. Wenn ihr das hinkriegt im Sprinten, dann gehört ihr wahrscheinlich zu den 1 oder 2% aller Fortnite-Spieler, die das nur drauf haben. Ich gebe dir einmal Metall, weil ich will es mit Metall sehen, das sieht am coolsten aus, finde ich, wie sich die Platten dann noch so... Haben wir hier irgendwo noch Platz? Okay, warte mal, du bleibst hier stehen und baust dich Richtung dieser Steinstatue mit Bart. Okay. Okay, Leute, wenn ihr das schafft, dann schreibt eine 8 in die Kommentare, sonst rankt euch ungefähr ein, wie ihr gut seid. Ich schaff gerade mal die 6, glaube ich, war das. Und ja, Pfefferkorn, Pepper, let's go. Na, mal gucken, ob er das jetzt clean hinkriegt. Das ist schon hart. Ah, da macht er auch schon teilweise die Sprünge. Ein Fehler, zwei Fehler, drei Fehler. Aha, aha. Aber ihr merkt, das Ganze geht schon clean. Und ich mache ihn hier jetzt auch ein bisschen nervös. Und, Selbst wenn was fehlt, das hält trotzdem. Also. Ja, selbst wenn was fehlt, das sind die Ausreden an. Aber ihr seht schon, wenn man das auch von der Seite anguckt, das sieht heftig aus. Das sind einfach Doppeltreppen. Und gleichzeitig aber auch noch zwei Wände dazwischen. Wie lange muss man... Da bringt euch auch die neue Sniper nichts, wenn ihr eine Wand kaputt macht, wenn ihr zwei Wände kaputt macht. Selbst wenn ihr vier Sachen kaputt macht, hält immer noch die andere Seite. Ihr müsst also mehr als sechs Sachen kaputt machen, damit das Ganze hier hinfällt. Und wir sehen hier auf der anderen Seite, versucht das nochmal. Und das sieht schon clean aus. Da oben ist eine Lücke und hier unten ist eine. Aber, okay, ein allerletztes Mal, dann ist auch das Video vorbei. Mach es nochmal in die Richtung. Ich will dir hinterherlaufen und gucken, wie das aussieht, wenn man oben ist. Okay, let's go. Okay, okay. Da hat er mir noch eine Trap zugebaut. Wahrscheinlich ungewollt. Aber ihr merkt schon, man darf natürlich auch nicht vergessen, um diesen Weg hier zu gehen, braucht man pro einer Stufe, pro einer Ebene, muss man 8 Materialien verbrauchen, beziehungsweise 80. Das heißt, das Ganze ist schon sehr, sehr teuer. Je mehr man baut, desto teurer wird das in den Ressourcen. Ich hoffe, dieser kleine Bauguide hat euch vielleicht sogar was gezeigt, was ihr noch nicht kanntet. Übt das Ganze am besten auf der Spielwiese. Welche Mauer benutzt du jetzt als, ich sag mal, guter Spieler, wenn du pushst? Wie du schon gesagt hast, nur diese Doppelrampe mit Boden und Wand. Genau, also die braucht man nicht. Das braucht man nicht, sagst du. Aber wenn du das in einem Turnier machst, dann wirkt das natürlich schon mal sehr geil. Leute, danke fürs Zuschauen. Das war's mit dem Bauguide. Ich werde noch einen anderen Guide machen, direkt hier im Anschluss, wo ich euch ein paar kleine Tricks zeige. Lasst doch schon mal einen Daumen nach oben da. Und wenn euch generell Fortnite-Tipps und Tricks gefallen, auch gerne ein Abo. Danke auch an Pepper fürs Mitmachen. Und bis zum nächsten Mal.